Oh my gosh! Did you hear that? Gold oder Silber? Gold. Hallo, ich bin Helly, die Turnreporterin, und wir verbringen heute einen Tag mit dem Turnteam Deutschland der Frauen. Wir sind jetzt gerade beim Training vom Turnteam Deutschland der Frauen. Wir sind jetzt hier mit Ulla Koch und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne, darf ich das mal haben? Also ich würde euch jetzt einladen, dass ihr mit uns mitmacht, weil ihr seid so turnverrückt und ihr könnt ja auch turnen. Also, das Team kommt, bitte einsteigen und auf geht's! Also meine Lieblingsturnerin ist Michelle Timm und wir wärmen uns jetzt mal mit der zusammen auf. Wusstest du, dass du meine Lieblingsturnerin bist? Nein, ehrlich gesagt wusste ich das nicht. Und ich war auch ziemlich erstaunt, wie die ganzen kleinen Mädchen ja alle direkt wussten, wer du bist und was du machst. Und deswegen freue ich mich, dich kennenzulernen heute. Vielen lieben Dank, Frau Koch, dass wir mitmachen durften. Und warum macht ihr denn speziell Ballett zum Aufwärmen? Also Ballett ist natürlich eine ganz gute Sache, um den Körper zu stabilisieren, um Gleichgewicht zu schulen, um aufrecht zu sein, um nachher die Schönheit, die man braucht im Turnen, auch darstellen zu können. Und wir brauchen es auch für Schwebebalken, weil da heißt es ja auch gerade Linie, schön hohen Ballenstand. Und deshalb machen wir mit den Bällen zum Beispiel dieses Mittelkörperprogramm. Und dann zum Ausgleich natürlich auch Fußstabilisation und den ganzen Körper. Und das ist das, was viele Teile im Turnen ausmachen. Okay, let's go. Das restliche Training gucken wir uns jetzt an. Und jetzt gehen wir zum Abendessen. Mmm, yummy. Das war unser Tag beim Turnteam Deutschland. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.